Herzlich willkommen am Springer Nähtestand. Unternehmen erleiden sehr großen Schaden dadurch, dass die Mitarbeiter müde sind. Und dazu habe ich jetzt noch einiges. Die Bühne gehört Goy. Wenn wir wissen, dass ungefähr 200.000 Arbeitstage durch müde Mitarbeiter verloren gehen, ist das schon echt beachtlich. Und der deutsche Wirtschaft gehen alleine 60 Milliarden Euro im Jahr flöten. Denn es ist letztendlich so, Menschen, die wenig schlafen, treffen schlechtere Entscheidungen. Was denkt sie denn, wie lang müsste man schlafen, damit es gut fürs Immunsystem ist? 7,5 Stunden, dann hat man eine positive Immunabwehrreaktion und eine andere Anhaftbarkeit auch bei T-Zellen. Wer aber 6 Stunden schläft, das ist neutral 0. Unter 6 steigt das Infektanfälligkeitsrisiko um das 4,6-fache. Wie viele arbeiten denn von Ihnen im Homeoffice? Sie wissen, im Homeoffice habt ihr oft eine höhere Stressbelastung. Also viele arbeiten am Küchentisch, haben keinen ergonomischen Stuhl, kein großer Bildschirm. Dann haben sie oft natürlich viel mehr Ablenkung. Und deshalb kann Homeoffice zur Schlafkrankheit werden, denn guter Schlaf beginnt nicht erst in der Nacht, sondern bereits am Tag. Auf Ihrer Checkliste im Kopf können Sie noch einen Punkt machen, nämlich das falsche Bett. Das wird auch unterschätzt. Da haben wir auch ein kleines Kapitel im Buch drin. Ja, und natürlich Klassiker. Sie haben möglichst lange abends alle Geräte an. Und dann möglichst viel Blaulicht oder Blaulichtfilter auf. Aber es wäre besser, man könnte eine Gelblichtbrille benutzen. Aber vielen ist das gar nicht bewusst, dass man damit steuern kann. Sowohl bei Schichtarbeitern, aber auch, dass man selber seinen Rhythmus ein bisschen verändern kann. Ich muss kurz fragen, wie viele von Ihnen drücken morgens die Snooze-Taste? Also die stehen wie Schlummertaste. Und dann sagen Sie sich, warum mache ich das? Das liegt ja daran, Sie drücken das, weil das nicht der ideale Aufwachzeitpunkt ist. Und wenn Sie dann 5-mal gedrückt haben, hätten Sie eine Stunde länger schlafen können. Also, alle, die wirklich mal das Kopfkino abschalten wollen, innerhalb von 20 Sekunden, die dürfen jetzt mitmachen. Achtung, linke Hand vor, Daumen hoch. Sie können auch sagen, schlafen ist schön. Sagen Sie mal, schlafen ist schön.